Corona ist ein Verstärker dafür, dass wir Menschen an mehreren Orten zukünftig flexibel arbeiten werden. Ich spreche hier von vier Orten von Arbeit. Dem First Place of Work, das ist das Home Office, das wird nicht wegzudenken sein in der Zukunft. Second Place ist das klassische Office. Third Place ist überall dort, wo Arbeit stattfinden kann, beispielsweise in einem Café, beispielsweise im Park, beispielsweise in der Deutschen Bahn, beispielsweise am Flughafen. Und der Fourth Place of Work ist der virtuelle Raum von Arbeit, der heute aber noch nicht definiert ist. Und ich glaube, es gibt auch noch einen Fifth Place of Work, nämlich der Gedankenraum. Und die Frage ist, wie gut zahlen wir auf den Gedankenraum der Mitarbeiter ein? Dazu brauchen wir in den Organisationen ein neues Framework, was darauf einzahlt, dass wir den Gedankenraum der Mitarbeiter positiv beeinflussen. Und wichtig ist es, in den Unternehmen daran zu arbeiten, dass es eine optimale Verzahnung gibt zwischen dem First Place of Work, Second Place of Work, Third Place of Work, und arbeiten Sie daran, einen Fourth Place of Work aufzubauen, denn Zoom, Microsoft Teams, all diese Lösungen sind nur Zwischenlösungen und helfen uns nicht wirklich, die Performance der Mitarbeiter auch in Krisensituationen wie der aktuellen aufrechtzuerhalten oder weiter zu steigern.